Hallo! Kommt zurück! So, gleich geht's weiter mit der Mittagserscheinung. Ich will nur mal kurz hier Dings holen. Also das. Was denn? Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Mitternacht. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Gut, dann folgen wir Dea. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andere. Mich wundert es eigentlich, dass sich darüber keiner erschreckt, dass hier ein Geist. Okay, vielleicht hat er das jetzt auch gemeint. Dass hier ein Geist rumschwirrt. Wo er jetzt Nein gerufen hat. Verdammte Scheiße, ich wünsche euch die Pocken. Scheiße. Wir müssen die Pferde tränken. Dann schauen wir mal, wo Dea uns hinführt. Ja, ganz schön schnell unterwegs. Ja, eine ertrunkene Zunge, die kann man immer gut gebrauchen. Bestienöl haben wir ja schon bekommen. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja jetzt bei Bestien haben wir jetzt 25% und eine Ladung über 40. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ein Hufeisen? Kein Pechsieder, da könnte sich ein Pferd leisten. Ja, Pechsieder. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Na komm. Noch einer? Oh, wir haben ein kleines blaues Mutagen bekommen. Oh! Da haben sich ein paar Mikrophagen einen schönen Tag. Das sollte ich mir mal ansehen. Noch einer. Thank you.
sollte den Pferdekadaver untersuchen. Oh, noch irgendwas? Was haben wir denn da? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Mikrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Mikrophage. Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Riesige Klauen. Das war kein Mikrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Hm. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Ja, die Spur geht weiter. Okay, dann folgen wir mal den Turbobolt. Turbobolt der. Ja. Komm schon. Aber das geht echt gut mit den, also mit dem zweiten Öl hier, mit den verbesserten Ölen mit 25% mehr Schaden. Na komm, dann rollen wir jetzt mal hier kurz auf und haben's dann. Ist doch vollkommen egal. Wo mir noch drei Wölfe hinterher rennen. Aber Stufe 5, gell? Die fallen schon mit zwei Schlägen. Alles durch dieses 25% mehr Angriffskraft, das bringt nicht. Wirklich. Vorteil. Also wenn man die Öle hat. Ich meine, gut, er trägt das erstmal Entschuldigung. Er trägt das zwar nicht mehr automatisch nach, aber wie ich den Kampf beginne. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Folgendes, also mit den Ölen. Ja, natürlich ist das für den Anfang erstmal nervig. Ja, sag ich jetzt mal so, weil er das Öl nicht nochmal neu auf das Schwert drauf packt. Ja, und man nur 10 Ladungen hat oder 20 Ladungen. Ja, und dann macht man 20 Treffer und dann ist das Öl aufgebraucht und müsste das manuell nachziehen. Aber wie jetzt hier zum Beispiel bei dem Bestienöl, habe ich ja die zweite Stufe, da hast du schon 40 Schläge. Die man dann anwenden kann. Und dann kommt ja noch eins, da gibt es ja noch Überlegenes. Dann glaube ich 60 oder 75 Ladungen. Ja, und wenn der das dann da automatisch aufträgt, also da wird gar keine Ruhe. Moin! Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt.
Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Was für Brandzeichen? Sie hat... Also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann... Aus dem Wald? Dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet, kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Auf jeden Fall. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Da gehen wir jetzt noch mal schnell dahin, bevor wir zum Baron gehen, dann haben wir nämlich das auch abgehakt. Was? Ah, okay, Mann.
zu bieten hast. Ich konnte jetzt 7 Schläge landen, ja, zack. Aber er füllt halt nicht automatisch nach, das meine ich. Wenn ihr jetzt beim Buffs geguckt habt. Wenn man aber dann später mal so 40 Ladungen hat, ja, dann ist das nicht so schnell aufgebraucht. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Echt jetzt? Wie viel Erfahrung fehlt mir denn jetzt noch? 20 Erfahrung? Ich will noch mal kurz hier rüber gucken. Graut er das nicht auch aus? Ah, okay. Okay. Nee, aber dann müsste man mal schauen, der vielleicht. Komme ich hier in die obere Höhle rein? Müsste ja rein theoretisch hier irgendwo der Eingang sein. Wo der rausgekommen ist. Da ist dann halt wirklich so der Vermieter, wo man gar nicht hinkommt. Schade, müsste eigentlich direkt darunter liegen. Ja. Ist ja bestimmt aus der Mitte vom Turm rausgekommen. Ja, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, wenn wir das Rennen machen, kriegt man für das Rennen auch nochmal EP. Ach, Blödsinn.
Jetzt haben wir zumindest noch mal einen Stufenaufstieg haben. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Ah, da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der Erste ist der Sieger, der Zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ich nehme Stotter Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Aufsetzen. Lauf, Plätze. Hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön. Jawohl. Das wollte ich eigentlich, weil wir können jetzt nämlich also wenn man jetzt darüber nachdenkt. Jetzt hier bei C. 104. Warum sind es jetzt auf einmal nur noch 304? Vorher mehr. Durch das leichte Oberteil. Aber ist egal. Das ist ja auch leichte Rüstung. Ja, 311. Jägerhose. Leichte Rüstung. Ah, da haben wir die Hose. Ja, gut. Gut, da haben wir das erste Rennen in Heads of gemacht. Ja, alle bestätigen. Okay. Hierhin angelegt. Dann sehen wir uns. Sprich mit dem Baron über sein. Ja. Oh, wir haben sogar einen Rennsattel erhalten.
40 Ausdauer mehr. Immer. Bin. Boah, ja, also 40 Ausdauer, das kann man einem verwehren, oder? Das geht schon gut ab. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also man merkt deutlich den Unterschied. Auf jeden Fall. Halt! Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Oh, wir machen wieder. Wir machen wieder etwas Geld. Was faselst du da? Das weiß ich auch oftmals nicht. Das ist ein Button oder was? Moin, Männers. Hexer, auf ein Wort bitte. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Ah, da tut mir schon echt ein bisschen leid. Ich weiß, dass der übelst die Scheiße gebaut hat, aber... Also auf jeden Fall ein Fortschritt, dass er sich selber bestraft. Also das ist echt, dass er dann drüber auch nachdenkt, was er getan hat. Natürlich waren das alles scheiß Aktionen, was er gebracht hat. Aber man muss es auch so sehen. Kann schon auch irgendwann mal vergeben. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen, wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Regnet ja auch schon wieder. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren.
Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontatals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern.